Sehr gute Laufeigenschaft, sowie auch auf Langläufen, 600 bis 700 Kilometer an einem Tag, zeigte sie, was in ihr steckt, und nicht zuletzt der gute Pflegezustand machten die Lok 0301. Auf der Drehscheibe sehen Sie jetzt die 19 und 17, die Baureihe 19. Und sie hat auch einen doppelten Spitznamen. Die Fachleute wissen das unter Ihnen. Der legendäre Sachsenschön. Den Bahnerlagen, sprich den damaligen Bahnhof, bestand also kein direkter Fleischerschluss. So musste er die beiden Lokomotiven und Triebmittel wurden also mittels eines Pferdefuhrwerkes auf der Straße durch die Stadt Chemnitz gefahren. Und also die Lokomotive aus den Pferden auf dem Weg durch die Straßen, durch die Chemnitzer Innenstadt. Zur großen Freude und vielen ausländischen Feste wurde also dieses Nachgestell ausgerüstet und eignet ihnen dann zu der Lokomotiv- und Versuchsanstalt in Halle, als Treffloch zum Beispiel, wo auch die Leute mit Sitzkämpfen dabei waren. Zahlreiche technische Veränderungen. Durch größere Lauffahrtdurchmesser und verstärkter Bremsfahrart konnte ab 01.102 nach dem Zweiten Weltkrieg hatten beide deutsche Bahnverwaltungen noch einen hohen Bestand an Lokomotiven der Baureihe 01. Der folgende schwere Nachkriegseinsatz und die Baureihe 01 durch großzügige Umbauten bzw. Rekonstruktionen wieder zu einer modernen Leistung. Noch eine interessante technische Frage. So, wurde also bei der Funktion